Aber die brauchen. Wieso brauchen die zwei Feuerpfeile, um kaputt zu gehen? Sollten wir uns vielleicht erstmal um einen anderen Raum kümmern? Das ist mir gerade irgendwie zu stressvoll. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Dass es auch nicht noch mehr Knöpfe gibt, womit man die zerstören kann. Ohne Feuerpfeile zu verschwenden. Vor allem, wieso braucht man zwei Feuerpfeile? Oder liegt das an mir, weil ich nicht richtig ziele? Also mal ausprobieren. Friss! Feuerpfeil! Einer, er ist noch ganz. Man braucht wirklich zwei. Was ist das denn für ein Schrott? Oder man benutzt einen mit Kombination dieses Explosionsteil. Karas, was soll das? Die Frage ist, bräuchte ich den Unsichtbarkeitstrank noch für irgendwas anderes? Ach, zur Not nehme ich einfach. Ne, ich habe ja zwei Heiltränke. Das heißt, wenn ich da aus dem Schacht gekrochen komme, den Hebel drücke, schnell mich da rein verziehe, zwar ein bisschen Schaden in Kauf nehme, aber mich einfach dann wieder hochheile. Und wie oft gehe ich jetzt diese Leitern hoch und runter? Und wie oft springt Garrett hier immer rückwärts, obwohl ich nach vorne drücke? Diese Mysterien. Na, Teni, willst du dich dazu äußern? Nein, diese nicht. Ich lasse hier keine Wahl. Die Frage ist. Ja, du mit deinem Breitkopf, weil. Ich könnte auch irgendwo anders dieses Explosionsding fallen lassen. Direkt auf ihn runter vielleicht? Der, der auf dem Boden steht, eventuell. Frage ist, sieht er mich, wenn ich zum Hebel gehe? Hier hinten sind eigentlich auch ein Problem. Zumindest der auf diesem orangenen Podest. In diesem Raum sind ein Problem. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Hebel, den ich übersehen habe, um diese Dinger zu deaktivieren. Oh, wisst ihr, was ekelhaft wäre? Den Hebel in dem Raum, was der die hier alle deaktiviert. Ich meine, wofür könnte der Hebel sonst sein? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Thou must prepare thy soul for the Builder's arrival. Cleanse thy thoughts
and accept his words. Embrace the coming of the builder's paradise and rejoice in the humble part that thou hast played. Nein! Der Bilder kann Garrett sowas von egal sein. Vielleicht zumindest ihn beseitigen. Wenn er schon auf dem Boden steht. Die Explosion wird mich sowas von nicht mit erwischen. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Das war die Ecke. Das war nicht die Explosion von dem Ding. Oh, Feuerpfeile sind gefährlich. Hey, vielleicht hätte ich doch lieber oben auf das Ding schießen sollen. Machen wir es lieber so rum. Schießen wir lieber oben auf das Ding. Oh, Garrett, das tut mir leid. Er muss leiden. Dabei hat er doch schon genug in seinem Leben gelitten. Er möchte doch nur in Ruhe gelassen werden. Und in Frieden seine Diebstähle begehen. Aber dann kommt immer wieder so ein dahergelaufener Typ und meint... So, du bist schon mal auf dem Weg. Das ist wahrscheinlich überhaupt auch gar nicht so vorgesehen, dass ich das mache, aber hey. Nein, da liegt Blut! Jetzt werden alle denken, irgendein Mörder ist passiert. Die haben mich zumindest nicht getroffen. Weil es ein paar weniger waren. Ah. Garrett, spring doch nicht mal rückwärts. Du weißt auch nicht, was du willst, ne? So, das Tor ist jetzt da hinten offen. Ich könnte auch einfach auf Risiko eingehen und einfach unten durchrennen. Ich meine, wenn ich da oben bin... Ich habe zwar ein... Ne? Langsamer Falltrank. Ja, jetzt werden Speed Potion. Um da durchzurasen. Aber ich hab ja keinen. Das einzige Mal, wo wirklich so ein Speed Potion gut sein könnte, dann hat man die nicht. Ja, fühlt euch durch die Frösche abgelenkt. Slowfall.
So. Der ist auch okay. Warum auch immer ich jetzt hier angezeigt werde. Jetzt kommt die große Preisfrage. Wie komme ich lebendig zurück? Hast du eine Idee, Tini? Sie putzt sich. Ich soll mich also als Huhn verkleiden. So mit Federn ankleben. Und dann denken die, ha! Wieso verkleiden wir uns nicht einfach? Ah, das wird doch einfach die Idee. Wir verkleiden uns als Mechanists und dann greifen die Dinge uns hier nicht mehr an. Jetzt ein Speed Potion. 6 Frösche. Los, Frosch! Zieh die Aufmerksamkeit auf dich, sodass sie mich nicht angreifen! Ich bin nicht tot, ich lebe noch! Apokalypse! Vielleicht wäre der Einsatz des Unsichtbarkeitstrankes da besser gewesen, aber ich weiß ja nicht, was noch hier alles auf mich wartet. Vielleicht gibt es noch eine heiklere Stelle. Du kommst jetzt ernsthaft hier rein. I have built so many things. I have made servants from street scum. I have made towering arches from raw ore. I have built to glorify him that is builder and teacher. If ever I did a thing, 'twas always for him. He knows this. For he knows. Ja, jetzt soll hier nicht mal nicht so rum, Karas. Ich habe alles nur für ihn getan. Ja, bla 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 bla. Ja, Fanatiker, hm? Oh, hier wäre ich rausgekommen. Ja gut, wie du meinst. Bin ich da nur lebend durchgekommen? Also den Schaden, den ich am Ende genommen habe, den will ich mal in den Statistiken sehen. Ah, da hinten muss ich auch noch. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß es nicht, aber wir werden uns irgendwas einfallen lassen. Und darum muss ich mich auch noch kümmern. Was ist das? Sollen wir uns hier drum zuerst kümmern? Wie viele Wasserpfeile? 14. Ich würde ja schon gern wissen, was der Hebel da unten macht. Aber 6 Wasserpfeile dafür benutzen?